Lukas van Zirkus präsentiert Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Ein großartiges Computerspiel aus dem Jahre 1989, das ist ja noch gar nicht so alt. Das wurde mir empfohlen von dem netten Herrn Zwergesel. Der ist auch in der Infobeschreibung unter dem Video verlinkt. Und, los geht's. Es geht hier um den Heiligen Gral. Also das Spiel ist quasi, also wurde mir gesagt, mehr oder weniger gleich inhaltsmäßig mit dem dritten Film. Den habe ich gesehen, das ist allerdings schon eine ganze Weile her. Insofern kann man das durchaus auch als Blind Run bezeichnen. Blind Run. Ah, das Kreuz von Coronado. Und er hat sein ganzes Leben lang danach gesucht. Naja, nicht sein ganzes Leben, auf der Rückreise ja nicht mehr. Und er ist nass. Er hat es wohl aus dem Wasser bergen müssen. Naja. Ja, Indiana Jones, ich glaube, kennt man. Das ist der Mann mit der Peitsche. Gespielt von Han Solo in den Filmen. Du kannst jederzeit F5 drücken, um zu speichern. Ja, also, so weit war ich schon mal. Ich habe sogar schon das hier gemacht. Da kann man nämlich jetzt für die Kämpfe trainieren. Allerdings muss ich gleich sagen, ich bin ziemlich schlecht. Deswegen wähle ich mal den mittleren Schwierigkeitsgrad. Wird schon schief gehen. Gib ihm! Also mit dem Nummernblock kann man hier... Die 8 ist wohl... Nee, wie blockt man? Keine Ahnung, wie man blockt. Jedenfalls mit 9 kann man oben hauen, mit 6 haut man in der Mitte und mit 3 haut man unten. Und es geht wohl irgendwie darum, seine Ausdauer zu bewahren und seine Schlagkraft. Gewonnen! Wow! Zum ersten Mal eine mittlere Schwierigkeitsstufe. Wie gesagt, bis hierhin habe ich schon gespielt, um so ein bisschen zu testen, die Aufnahme zu testen, die Steuerung ein bisschen... Blamier ich mich jetzt? Na gut, ich blamier mich nochmal. Aber ich bin nicht links aus der Tür gegangen. Also ich kann mit Fug und Recht behaupten, keine Ahnung zu haben von dem Spiel. Tief, hoch, tief, hoch, tief, Mitte. Blocken! Wie blockt man denn? Ich weiß es nicht. Mit 4 läuft man nach links, mit 6, wenn man nicht direkt bei ihm ist, wieder zurück nach rechts. Nein, das war wohl nix. Ja. 10 Minuten später. So, die 10 Minuten habe ich jetzt rausgeschnitten. Erstmal genug Training für heute. So, ich glaube, das eigentliche Spiel beginnt erst nach diesem Raum. Das ist nur kleines Vorgeplänkel. Reden und Reisen geht gerade nicht. Man kann, glaube ich, die Tür ist ein Objekt, habe ich herausgefunden. Aber das klappt irgendwie nicht. Schließe die Tür. Ja. Haha, das funktioniert ja. Dann, wow, das habe ich noch nicht versucht. Schalte den Lichtschalter. Nein, der ist ja schon an. Schalte das Licht aus. Ja, juhu, das funktioniert, wie gut. Hey, wer hat das Licht ausgemacht? Das war... Indiana Goof. Öffne die Tür. Ja. So. Soweit, genau so weit war ich. Also dann, los geht's. Das kennen wir aus dem... Ach, von da rechts kommt er. Rede doch mal mit der Dame hier. Hier, muss ich noch... Was muss ich denn da anklicken? Mit dem? Ne, geht nicht. Der da? Kann ich mit dem da? Kann ich mit... Markus, ich kann mit Markus reden. Hallo Markus, habe ich was verpasst, während ich weg war? Nein, Indiana Jones. Ohne dich passiert doch nichts. Ja, daran erinnere ich mich bestimmt. Nein, hat sie zerbrochen.
Soll ich jetzt rausfinden oder? Nein, der wollte das so. Wenn er mir nicht glaubt, wer dem großartigen Indiana Jones nicht glaubt, der ist einfach selber schuld. Essen und Champagner, das klingt gut. Wenn Markus zahlt. Diese Geräusche. Kann man die Vitrine öffnen? Schaukasten. Nein, die sind da ganz gut aufgehoben. Schau dir mal den Schaukasten an. Heißt ja so, Schaukasten. Natürlich, nur Artefakte, die er von seinen Expeditionen zurückgebracht hat. Jemand anderes bringt auch nichts zurück. Das Bild anschauen? Nein. Die Person anschauen? Nein, geht auch nicht. Na gut. Dann eben nicht schauen. Da ist ja noch eine Tür. Geht zur Tür. Öffne die Tür. Ja. Sehr gut. Und jetzt gehe durch das neue Loch in der Wand. Oh, ein Klassenzimmer. Dr. Jones ist sicher bald zurück. Ich glaube, die Szene kenne ich sogar noch aus dem Film. Sehr schön. Die Kinder wollen die Zeugnisse. Also ich wollte früher mein Zeugnis ja eher nicht haben. Andererseits, wenn man das Zeugnis kriegt, ist die Schule vorbei für ein paar Wochen. Das ist ziemlich gut. Ja, ob ich wohl so froh bin, dass ich zurück bin, wenn ich mir die Kinder so anschaue. Rede doch mal mit den Schülern. Studenten. Ja, ihr solltet euch bestimmt einen anderen Lehrer finden. Weil ich habe Besseres zu tun, als euch zu unterrichten. Jetzt lasst mich das mal durch. Ich muss bestimmt irgendwas holen. So, gehe hier nach... Wo komme ich denn rein? Von da? Da. Hier zur Tür. Nein, das ist die Tür. Mist. Dann bin ich auf die andere Seite. Da. Nein. Die ganze Animation nochmal. Ah, nee, doch nicht. Gehe zur Tür. Hör auf zu schubsen! Das sehe ich gar nicht ein. Ja. Aus dem Weg. Nichts geht mir von unserer Zeugnisse. Ich muss hier durch. So. Ernsthaft? Drücke die Studenten aus dem Weg. Ist ja lustig. Ist ein Lichtschalter, um eine Panik zu machen, damit sie fliehen? Nein. Nimm die Studenten. Und tu sie raus, das kann er nicht. Sag mal, du kannst die tollsten archäologischen Schätze holen, aber ein paar Studenten umpflanzen kriegst du nicht hin. Na gut. Dann eben. So ist es bestimmt gewollt und funktioniert. Ja. Ihr kriegt euer Zeugnis. Ich habe alle eine 3. Na gut, eine 2. Wir machen das alphabetisch. Ja, dann bin ich jetzt durch. So. Ich gehe besser nicht nochmal da rein. Nein. Ach Gott, was brauche ich denn hier? Ich glaube... Boah, der hat doch im Film auch irgendwas geholt. Was war das denn? Ich fange einfach bei der Tür an. Was haben wir denn da alles? Das lässt sich nicht an... Und ein Steinbrocken. Das violette Teil da. Stück eines Meteors, da tropft lila Schleim. Vielleicht hat der Schnupfen? Keine Ahnung. Nimm ihn doch mal in die Hand. Das brauchst du nicht. Na, vielleicht ist es ja ein außerirdisches Teil, das trieft, solange es eingeschaltet ist, und man kann es ausschalten. Nein. Na, was ist das denn? Was ist? Steinbrocken. Ziehe Steinbrocken. Kannst du nicht bewegen. Okay. Was ist denn dann noch in dem Regal? Das lässt sich nicht anklicken. Was ist das da oben? Lässt sich auch nicht anklicken. Diese Flaschen da? Nein. Heißwasserboiler.
Er ist sehr warm. Schalte ihn doch mal aus. Das College braucht heißes Wasser. Ja, aber vielleicht würden dann die nervigen Studenten abhauen. Oder mach ihn heißer. Auch nicht. Okay. Nein. Das ist die... Ich wollte nicht die Tür, ich wollte das Kästchen davor. Nein. Nein. Dieses Kästchen, das geht wohl nicht. Okay, was gibt's da? Einen Totenkopf? Nein, eine Ente. Das ist keine Tür. Das ist eine Ente, Herr Jones. Archäologen. Ein Biologe bist du sowas. Ein Globus kennst du noch bestimmt. Ja, die Erde. Ich klicke auf das Buch und krieg die Medaille. Ja, so gut bist du halt nicht mehr. Nimm sie doch mal mit, die Medaille. Brauchst du nicht. Na gut. Das ist die Medaille, okay. Und was ist... Das da? Lässt du ihn nicht anklicken? Eine Karte! Ja, mit Buntstiften gemalt. Da möchte bestimmt jemand eine gute Note dafür. Nimm mal die Karte. Karten kann man immer gebrauchen. Außer man ist Dr. Jones. Dann gib die Karte den Studenten hinter der Tür. Den Globus. Dem Steinhaufen, damit er seine Nase abwischen kann. Nein. An Buddha. Nein. Na gut, dann eben nicht. Glas, Schädel. Nur ein paar alte Schädel. Ja, ich dachte, in der Archäologie geht es um alte Dinge. Steintafel kann nichts. Werbesendung. Das ist nur Werbung. Nimm die Werbung. Oh! Er hat sie. Jetzt? Keine Ahnung. Nimm die Statue. Du bist nur zu schwach, um sie zu tragen. Ventilator, nein. Jetzt da irgendwas. Sieht nicht so aus. Nimm die Maske. Zieh sie auf. Oder Krempel. Nimm Krempel. Krempel. Du sollst den Krempel nehmen. Ja. Warum ist er dann im Regal? Dann misst du ihn doch aus. Nimm das Glas, genau. Na gut. Nimm die antike Tafel. Brauchst du nicht. Nimm den Totempfahl. Brauchst du nicht. Irgendwas hat er doch mitgenommen am Anfang des Films. Nicht den Totenpfahl. Ich will das kleine Ding da hinten. Geht nicht. Okay. Eine Maske. Was ist denn dann noch? Statuen. Eine Kristallkugel. Und die Maske. Nimm die Kristallkugel. Brauchst du nicht. Brauchst du irgendwas von hier? Die Werbesendung nimmt er, aber die Briefe. Ah, nee, jetzt hat er. Ah, die hat er auch. Ja, die Papiere auch. Komm, nimm sie. Ah, schau mal, ein Päckchen. Ja, super. Öffne das Päckchen. Den anderen Müll lasse ich hier. Sehr schön. Das Gralltagebuch seines Vaters. Sein Vater ist, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, James Bond. Gut. Kann ich das irgendwie anschauen? Schau ich doch mal rein. Nichts, was dir jetzt weiterhelfen könnte. Aha. Aber später vielleicht. Na gut. Vielleicht leuchtet ja irgendwas, wenn man das Licht ausschaltet. Vielleicht brauchen wir ja noch irgendwas von hier. Nein? Geht nicht. Okay, schalte die Tür aus. Ich meine natürlich, geh durch. Oh, komm schon. Öffne die Tür. Lieber nicht. Draußen sind immer noch die... Öffne das Fenster. Ja, das war ja wohl so. Das war ja wohl einfach. Oder kann er durch die Heizung abhauen? Nein.
Noch das andere Fenster? Nein. Nun denn. Ab nach draußen und ich habe jetzt keine Zeit gestoppt, aber ich glaube, die erste Folge dürfte voll sein. Deshalb würde ich jetzt sagen, bis zum nächsten Mal,